Materialien stellt sich im digitalen Zeitalter neu, weil man mit digitalen Materialien prinzipiell viel mehr machen kann. Man kann sie verändern, man kann sie kopieren, man kann sie mit anderen teilen, das ist alles digital unbegrenzt möglich. Und jetzt haben wir aber andere Schranken, nämlich urheberrechtliche, die das alles stark wieder einschränken. OER bietet die Möglichkeit, da einen Weg zu finden, wo man nicht Gesetze ändern muss, aber pädagogisch wertvolle Möglichkeiten der Veränderung, der Weitergabe von Material ermöglicht. Offene Materialien sollten einfach für Studierende, für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt werden, aus meiner Perspektive, weil sonst zum einen viele der Arbeiten, die sowieso entstehen, nicht genutzt werden und immer wieder neu entstehen müssen. Und gleichzeitig geht es mir auch darum, dass eben Materialien, die sonst kostenpflichtig bezahlt werden müssten, gekauft werden müssten, einfach unter guten Qualitätsgesichtspunkten ins Netz gestellt werden. Ich heiße Sie auch herzlich willkommen, auch im Namen vom Stifterverband und vom Hochschulforum Digitalisierung. Das Hochschulforum Digitalisierung ist der Nährboden quasi, auf dem das White Paper zur Hochschule entstanden ist. Wir haben gemerkt, also die Debatte ist sehr fokussiert auf OER und dann, was kann man mit OER machen? Und aus politischer Sicht, was uns interessiert, ist vielmehr die andere Perspektive. Was sind die großen Herausforderungen gerade in der Bildungspolitik oder im politischen Feld und wo kann OER dazu beitragen? Je mehr digital gearbeitet wird im Bildungsbereich, desto interessanter ist das für OER. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben für den Bereich Hochschule und für den Bereich Weiterbildung jeweils gesagt, wie wahrscheinlich ist es, dass das eintritt und wie folgenreich wäre es, wenn es eintritt. Wir gehen davon aus, dass es sehr sicher ist. Das mit dem Internet wird nicht wieder weggehen. Und dass es sehr folgenreich ist. Das ist die Folie zum Warmwerden mit dem System. Ich begrüße in die Runde Frau Dr. Sandra Hofhüß. Frau Hofhüß lehrt und forscht an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Vielleicht nur, um ein Stimmungsbild mal in die Runde zu werfen. Ich erinnere mich an ein Seminar vor ungefähr anderthalb Jahren, auch im Sommersemester, wo ich mit Studierenden versucht habe, genau das zu tun, nämlich OER zu produzieren, und die Produktion von Open Educational Resources ist an der Stelle in Stocken geraten, wo es um die Frage der Glaubwürdigkeit des Materials ging. Also erstmal super Initiative, dass der Abend stattfindet. Ich habe in dem Bericht schon teilweise reingelesen, der jetzt hier vorgestellt wurde. Freue mich jetzt auf weitere Lektüre auf dem Weg nach Hause. Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, ich bin zufrieden zu hören, dass jetzt von der OECD gerade OER als Teil der Qualitätssicherung angesehen wird, was ich eine super Ansicht finde. Es ist nicht so ein Abend, wo alle Fragen gelöst sind, sondern das sind eben Impulse da, an denen man weiterdenken kann und wo man weiterarbeiten kann. Und das ist wichtig, und dann hier auch Partner zu finden, mit denen man gemeinsam auf dem Weg ist. Das ist etwas, was ich von hier mitnehme. Das Schwierigste ist allerdings, und wir haben das mehrmals heute diskutiert, die Frage der Qualitätssicherung. Sowas wie offene Bildungsressourcen erfordert ein völlig neues Umdenken zur Qualitätssicherung. Und ich glaube, insbesondere wir in Deutschland haben Probleme damit. Es gibt eine ganze Reihe von Ideen, wie man OER befördern könnte. Ich würde sagen, ganz wichtig wäre immer, Unterstützungsmodelle mitzudenken. Egal, ob man eine Plattform aufbaut, ob man einen Fördertopf aufbaut, es braucht ganz stark Unterstützung. Wie kann man das machen, dass man da Anlaufstellen hat, die einem dabei helfen?